Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Tja, da wisst ihr noch nicht die ganze Geschichte, aber wir haben sie erlebt. Bewaffnete Verstärkung herbeirufen. Löse Gefallen bei Verbündeten ein, also einen Gefallen haben wir bekommen. Überfallkommando, du kannst das Überfallkommando als Verstärkung herbeirufen, wenn du unterwegs bist. Um das Überfallkommando herbeizurufen, wähle es im Auswahlrad aus. Ein ganzes Überfallkommando nur für Leute wie Vito. Gut, das haben wir jetzt hier unter Beschlag genommen. Als nächstes Schmuggelware. Rede mit Conny DiMarco. DiMarco ist mit Vito eng befreundet und würde alles tun, um ihn wieder an die Spitze zu bringen. Aus New Bordeaux. Hollis Dupree, der weiße Bürger aus South Downs, der 2 Farbige in angeblicher Notwehr erschossen hat, wurde verhaftet. Laut Duprees Verteidiger sah sich der Staatsanwalt durch Bürgerrechtler und das wachsende nationale Interesse an dem Fall hierzu genötigt. Der Korea-Veteran wurde bis zum Prozess gegen Kaution freigelassen. Dupree wird beschuldigt, die Vietnam-Veteranen Trey McCall und Lamont Harris getötet zu haben, als sie an seine Tür klopften, weil sie wegen eines Plattenhalfens Hilfe benötigten. Okay, die Radiomeldung scheint rum zu sein. Auch bitte, ja. Seid sehr, sehr rassistisch geprägt hier, dieser ganze Mafia-Teil. Also man hört keine guten Nachrichten, egal mit wem du sprichst, egal was im Radio kommt. Ist immer dasselbe Thema, das ist jetzt sehr, sehr bedrückend, finde ich. So, wer bist du denn? Vito schickt mich. Du bist Conny, ja? Yep. Conny DiMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck, auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus. Hast du schon einen von Roys Jungs geschnappt? Die reden bestimmt, wenn man richtig fragt. Wir kennen die Fragemethoden. Was war da bei der Gewerkschaft los? Klingt, als hättest du es Toretto gegeben. Links und rechts. Was Greco nicht begreift, ist, dass das nicht die Art von Arbeit ist, bei der Prahlerei dir hilft. Natürlich Roys nicht. Roys Problem? Er hat eine hübsche Frau. Deshalb hat der dämliche Hund ein Haus und ein Auto gekauft, das er sich nicht leisten konnte. Mann, ist das mies. Schmuggel mit Kuba ist nicht so schwer, wie du denkst. Solange man weiß, wie man es in aller Stille macht. Das ist richtig, mit einem Boot. Mist, hab keine Kippen mehr. Da kann ich dir nicht helfen. Was mich beunruhigt, wenn Marcano beschließt, es Vito ein gutes letztes Mal zu verpassen. Das wird hier aber Lincoln erledigen. Vito in allen Ehren, ja. Entweder ballern hier alle 4 einmal hier in Sal Marcano rein oder Lincoln macht das alleine. Fragen an. Wir schauen auf die Abschussliste zuerst. Damit wir ihn ja nicht hier mit der Schmuggelware vergessen. Schmuggelware. Sieht vielleicht nicht allzu glamourös aus, ist aber die perfekte Fassade, um Rum und Zigaretten aus Kuba reinzuschmuggeln. Das Ganze ist so simpel, dass nicht mal Greco es vermasselt hat, obwohl er wirklich sein Bestes dafür tut. Roy Thibodeau, Alter 61, ein Mann, dessen beste Jahre längst hinter ihm liegen. Roy hält sich nur noch mit Mühe über Wasser. In dem Augenblick, in dem Sal Greco erlaubt, Roy loszuwerden, ist sein Haltbarkeitsdatum abgelaufen.
Also die haben hier in dem Viertel gefühlt gar nichts auf die Reihe gekriegt, wenn du dir das so durchliest. Liebe Hörer, in unserer heutigen ganz besonderen Folge von Native Sun baue das Lagerhaus aus. Royce Leute lassen oft bei einer Runde Poker Dampf ab. Bei den Einsätzen und den Gewinn aus ihren Deals sollte da jede Menge Kohle drauf warten, von ihr eingesackt zu werden. Mr. Dupree, wohnhaft in South Downs, in eine tragische Schießerei verwickelt wurde. Der Staat Louisiana hielt es für angebracht, Mr. Dupree, einen Kriegsveteranen, wie ich hinzufügen möchte, wegen dieses unglücklichen Zwischenfalls vor Gericht zu stellen. Mr. Dupree, willkommen im Studio. Ich höre Ihre Sendung schon sehr lange. Danke, Mr. Dupree. Rutschen Sie doch ein bisschen näher ans Mikrofon. Also, zuerst möchte ich Ihnen im Namen der Hörer für Ihren Dienst an unserem Land danken. Wann haben Sie noch mal gedient? 45 wurde ich nach Luzon geschickt. Mit den Marines, ja? Jawohl, Sir. Hab von der Operation immer noch ein Schrapnell im Arm stecken. Ein paar Jahre später war ich dann noch mal an der Front. In Korea. Lass Sie nicht sagen. Sie scheinen ja wirklich keiner zu sein, dem man so leicht Angst einjagen kann. Ach, über sowas habe ich nie groß nachgedacht. Wenn dein Land sagt, tu was, dann hast du es getan. So war das damals. Tja, das passt aber irgendwie nicht in das Bild, das die Zeitungen aus... zeichnen wollen. Das Bild eines weißen Mannes, ängstlich, paranoid, der zwei unschuldige farbige Jungs abknallt. Ja, weil die nicht dabei waren. Die sind nicht aus New Bordeaux. Wir haben hier eine andere Situation mit unseren Farbigen. Wir belassen dies nicht beim Demonstrieren. Ein paar von unseren Hörern fehlen die Zusammenhänge. Erklären Sie es ein wenig. Als Sie durch den Spion sahen, was glaubten Sie, wer vor Ihrer Tür stand? Ich dachte, es wäre dieser Killer-Nigger. Oh, Mr. Dupree, bitte. Ach so. Also, ich dachte, es wäre dieser Farbige, von dem man dauernd hört. Dieser Verrückte. Ja, ich habe solche Gerüchte ebenfalls gehört. Für mich sieht es so aus, als gäbe es da einen Typus von Veteranen, schwarzen Veteranen. Und wenn die heimkehren, sind sie irgendwie vergiftet, gewalttätig, wütend. Man fühlt sich als Weißer nicht mehr sicher in dieser Stadt. Da gibt's Farbige, die halten nicht mehr nur Transparente hoch oder hocken sich in Lokale und Busse rein. Die meinen plötzlich, es muss sich was verändern. Die werden von außerhalb aufgehetzt, verrückt gemacht. Das ging Ihnen also durch den Kopf, als dieser McCall vor Ihrer Tür stand, ja? Wir haben ja nicht so viele Farbige in South Downs. Was soll ich denn davon halten, wenn einer von denen zu so einer Uhrzeit an meine Haustür hämmert? Liebe Hörer, es hat viel Wirbel um McCall und Harris gegeben und um die Tatsache, dass sie in der Army waren. Doch von Seiten der Regierung ist nichts Näheres über McCalls Dienstzeit zu erfahren. Und Harris hat ein Jugendstrafregister, das die Stadt anscheinend eisern unter Verschluss hält. Haben wir nicht das Recht zu erfahren, ob er eine kriminelle Vergangenheit hatte? Auf jeden Fall, Sir, ganz bestimmt. Mr. Dupree, bis zum Prozess befinden Sie sich ja ohne Kaution auf freiem Fuß. Wie sieht Ihr Leben denn derzeit aus? Ja, vor meinem Haus brüllen lauter Farbige rum. Gestern Abend hat mir einer einen Ziegelstein durchs Fenster geschmissen und die Cops waren kurz da. Jetzt helfen mir ein paar Nachbarn, das Haus zu bewachen. Ich kann nur sagen, Mr. Dupree, Sie haben mein Mitgefühl. Nun, unsere Sendezeit ist um. Haben Sie noch ein Abschiedswort an unsere Hörer? Naja, es tut mir leid, dass es dazu gekommen ist. Es tut mir leid, dass die Jungs tot sind. Aber ich habe nur getan, was jeder andere in meiner Situation auch getan hätte. Das ist alles. Danke, Mr. Dupree. Und danke, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Also was für ein unangenehmer Zeitgenosse. Hast du das alles gehört hier? Der bringt hier irgendwelche Leute um, rechtfertigt das hier vage. Lässt Son hier mit einer pauschalen Entschuldigung gut sein und so weiter. Kauft sich raus. Unfassbar. Tja, wie kommen wir denn am besten an den Zaster ran? Also da müssen wir halt im Prinzip hier komplett reinhauen. Noch zwei. Marina will dieses Baby sehen. Ich hätte auf jeden Fall einen Molotow. Ich kann es einmal in die Runde werfen. Achtung, Molotow! Verbrennen die zumindest alle mal am Pokertisch und ich muss mich nur noch hier um den Rest kümmern. Ich will eigentlich gar nichts sagen, ich will nur da rein. Ich glaube, den habe ich auch kritisch erwischt.
Wer rennt da noch herum? Wunderbar, habe ich alles mitgenommen. Ich weiß, dass ich diesen Wichser gesehen habe. Tja, ich habe mich jetzt nicht unbedingt leise verhalten. Ich weiß nämlich, dass ich noch hier bin. Jetzt ist er verschwunden. Tja, also zwei Griff ins Klo. Erwischt. Krieg ich gar nicht kaputt. Dann muss ich hier mit der Hand ran. $1000 machst du Schaden dabei. Aber da geht's dann wieder. So. Das machen wir auf jeden Fall mal gründlich. Dann baut's hier nämlich gleich mal hier noch mal ein bisschen Schaden zusätzlich auf. Neben der Tatsache, dass wir hier richtig viel Geld mitgenommen haben. Aber von den 20.000, die wir als Schaden gemacht haben, ja, haben wir jetzt nur 9.000 im Portemonnaie drin. Gut, befrage Roys Wachleute. Mit Roys Segen macht Roscoe in einem lausigen Diner seine Deals, um die richtigen Arschlöcher zu bestechen. Und pass gut auf, der Inhaber ist ein rassistischer Penner, der richtig Ärger machen könnte. Ja, das ist jetzt die Gegenüberstellung wieder von der Geschichte auf von der anderen Seite. Ich fahr mal noch ein bisschen vor. Und weil ich in der Stadt rumkomme, hab ich was gesammelt, das besser ist als Wahrheit. Nennt sich Realität. Was ist das, fragt ihr? Wie wär's damit, dass Trey McCalls Auto nicht fahrbereit war, als es gefunden wurde? Hatte einen Platten. Oder dass Zeugen, die nicht von der Lokalpresse befragt wurden, gesagt haben, dass Lamont Harris wegrannte und Dupree ihn in den Rücken schoss, der versuchte Feigling. Ist das real genug für euch? Ihr seid unsicher. Ich helfe euch. Trey McCall und Lamont Harris haben nur aus einem einzigen Grund an die Tür von Hollis Dupree, die Tür zum Tod, geklopft. Sie brauchten Hilfe. Zwei Schwarze wollten einen Weißen um Hilfe bitten und haben dafür mit ihrem verdammten Leben bezahlt. Dupree hat Ausreden und Gründe. Manche nennen es Selbstverteidigung. Dupree sagt, er hätte geglaubt, McCall sei eine Art schwarzes Phantom, das wahllos Weiße tötet. Ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand. Ich weiß, da draußen geht irgendwas vor. Aber egal, wer da Ärger macht. Das heißt noch lange nicht, dass Schwarze in Nouveau zum Abschuss freigegeben sind. Aber klar, wenn man einen Weißen fragt, dann heißt es genau das. Das Rechtssystem tut zumindest so, als würde Hollis Dupree wirklich angeklagt. Aber das geht am Kern des Problems vorbei. Denn unsere Stadt hat sehr wenig Herz für das Leben von Schwarzen, von Braunen, von Frauen, von Armen. Jetzt, wo ich richtig drüber nachdenke, ist dieses schwarze Phantom vielleicht genau das, was wir brauchen? Ob es im Recht ist oder nicht, dieses Phantom lässt sich nicht ignorieren. Und das ist doch schon mal was. Und hört anderen zu. Die Hymnen singen und protestieren. Und dann macht man weiter wie gehabt. Aber Kugel verschafft ihr Gehör. Vielleicht erleben wir gerade die Eröffnung der Jagdsaison auf Weiße. Also passt gut auf, Bürger von New Bordeaux. Ignoriert diese jungen Männer nicht, die in unseren Straßen kaltblütig ermordet wurden. Wenn man Leute lang genug schlägt, stehen sie auf und schlagen zurück. Und wenn die Stimme des Hollow spricht, dann hört verdammt gut zu. Hello, I'm Johnny Cash. Ja, das wird wahrscheinlich die richtige Darstellung sein, dass er halt einfach hinterhältig niedergeschossen wurde. Also, es hieß, der Ladenbesitzer ist ein Problem. Probier's mal. Ich glaube, leider wird er da nicht drüber hüpfen können, ob wir da irgendwie durch den Hintereingang rein können.
Leicht erleichtert uns das hier, dass wir hier ein bisschen leichter an den Informanten rankommen. Schleicht er sich an irgendwen an? Das tue ich sehr wohl, ja. Auch wenn du mehrfach frägst. Pack ich mir. So, brich's ab, Lincoln. Erzähl mir, was in Roys Lagerhaus los ist. Der Boss versucht, Medikamente für teures Geld nach Kuba zu schmuggeln. Ich weiß, wo die Ware ist. Dann lass ich dich leben. Gehört jetzt mir. Reaktionszeit der Polizei. Die Reaktionszeit der Polizei unterscheidet sich je nach Stadtteil. Im ärmeren, von farbigen bewohnten und weniger dicht besiedelten Gebieten kommen sie später. In reichen, weißen Bezirken rechne hingegen eher damit, dass sie schneller am Tatort auftauchen. Marcano hat auch exzellente Verbindungen zur Polizei für New Bordeaux. Wenn die Polizei gerufen wird, während du gegen Feinde kämpfst, werden die Cops sich auf die Seite deiner Gegner schlagen. Den kümmere ich mich noch schnell und dann sofort abhauen. Sollte ja nur ein Attentat darstellen. Die Polizei fernzuhalten, rufe die Polizeidienstleisterin vor oder nach einem Verbrechen an. Dann müssen wir jetzt mal schnell weg hier aus dem Bezirk. Acht an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde im Bayou gesichtet. Bayou ist schlecht. Hat's ja richtig rausgehauen. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtiger wurde in Delray Hollow gesichtet. Also hier soll die Reaktionszeit ein bisschen schlechter sein, hieß es. Das kommt uns ja entgegen. Ich meine, kein Wunder, dass keiner kapiert, wer das Phantom ist, ja, wenn du halt so herumgehst. Ich wiederhole, sie ist Kontakt verloren. Und aus dem Weg, ich bin gerade so raus. Das Problem ist leider halt der Platten, also der verlangsamt hier extrem. Warte jetzt erstmal noch ein wenig, ich glaube jetzt sind wir wirklich sicher raus von der ganzen Meute. Nimmt ihr das Auto? Tut mir wirklich leid. Kannst meine nehmen. Ach man, immer diese Zeugen. Vor dem Laden habe ich sie geschubst. Ich an seine Kasse gehen. Sogar eine Sicherung hier, aber gut, es ist ein anderer Stadtteil. Tja, wenn wir jetzt eh wieder das ganze Zeug zurückfahren müssen, ich werde einmal kurz bei Sammys Bar vorbeigehen, um hier die Sachen im Tresor abzulegen. Also, dass es so kommt, das haben wir eh absehen müssen hier mit den Polizei rufen. Ich hätte nur gehofft, ich könnte es abbrechen. Oh, da ist Polizei davor. Wäre jetzt schlecht, wenn ich da durchfahre, während noch die Fahndung läuft. An alle Einheiten. Ah, gut. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Perfekt, also da sind wir gut drumherum gekommen. Das einzig bewährte Mittel für mich gegen die Polizei aktuell ist tatsächlich, dass ich zumindest hier den nächsten Verfolger halt meistens hier mit einem Reifenschaden irgendwo hinschicke. Die machen ja nichts anderes. Wobei ich das eher schade finde, weil ich hätte es gerne physischer als zu diesen Mitteln zu greifen. Naja, kann man nichts haben. Mafia 3 ist in der Hinsicht ein bisschen extremer. Rein damit.
Also die 9000 Dollar will ich schon absichern. Du weißt nicht, wie schnell du das Geld verlierst hier im Spiel. Das ist halt meistens immer die Hälfte des Zasters, wenn du stirbst. Gut, ich könnte das mit dem Telefon probieren, was mir jetzt hier vorgeschlagen wurde, aber wer weiß, wie lange sie das macht. Gut, als nächstes, was haben wir hier nochmal? Schmuggelware, Stiel oder vernichte die Medizinvorräte. Zerstöre diesen Wagen oder bring ihn zu Vater James, damit er die Ladung für wohltätige Zwecke einsetzt. Interessant. Dann würde ich sie in der Hauptsache stehlen, tatsächlich. Dann tun wir auch mal was Gutes dabei. Doch gerade Medizin kannst du halt immer gebrauchen, also... sofern sie halt nicht abgelaufen ist. Aber damit dürfte sich der Pater ja als ehemaliger Sanitäter bestens auskennen. Von daher... schlagen wir doch da zwei Fliegen mit einer Klappe, ja? Ich meine, wir üben Schaden aus und die anderen haben was davon. Und diejenigen, die nichts davon haben, die müssen leiden. Unbefugtes Betreten. Ob ich da jetzt nur ungesehen rankomme, ist die andere Frage. Da stehen nämlich zwei direkt vor dem Teil. Bruder, ist ja nicht so, als würden uns die Cops erwischen, wie wir Fernseher verdielen oder sowas. Nein, nein, die schnappen uns nur beim Schmuggeln von Medikamenten, die wir der verdammten Wohlfahrt haben. Und wir verkloppen sie auch noch an die verfluchten Roten auf Kuba. Plötzlich hast du ein Gewissen? Diese Kommunisten, mein Freund, die bezahlen uns mit den gleichen grünen Scheinchen wie alle anderen auch. Roy soll sich endlich mal ein Rückgrat einsetzen lassen und aufhören, alles zu tun, was Greco ihm sagt. So, die teilen sich jetzt auf, das ist gut. Also von der Wohlfahrt gezogen, das finde ich nicht gut. Da habe ich meine moralischen Zweifel dran. Dass das so gedacht sein soll. Zeit zu handeln, Jungs! Zu spät, ich bin schon weg. Dann hoffe ich mal, wir schaffen das hier auch in diesem langsamen Teil hier rechtzeitig zum guten Pater. Ich gehe mal davon aus, die werden auch irgendwelche Autos haben, mit denen sie uns verfolgen. Wenn nicht, dann bleiben sie halt im Lagerhaus. Ich glaube, die bleiben im Lagerhaus. Das hat es ja noch einfacher gemacht. Stell dir mal vor, was hier los gewesen wäre, wenn ich das Zeug vernichtet hätte, ja? Was es hier für einen Aufstand gegeben hätte. Vollkommen unnötig. Es ist für alle sehr entspannt gelaufen. Nach Bezirk könnte das natürlich wieder eine andere Geschichte werden, ne? Wenn das jetzt eine längere Fahrt wird oder sowas. Aber hier sind wir einfach rein und raus. Es gab lediglich eine einzige Leiche, ja? Da kann der Pater jetzt auch nichts dagegen sagen, gegen das ansonsten angerichtete Blutbad. Muss er mal ein Auge zudrücken, ja? Wenn wir sagen, dass das ja eigentlich hier für die Wohlfahrt war. Gut, er wird sich natürlich trotz allem wundern, warum wir hier an so einen Medizinwagen rankommen. Komm, fahr doch weiter. Sind wir uns nicht einig gewesen mit dem Überholvorgang. Was ist das? Erste-Hilfe-Kram, Antibiotika, Bandagen und so weiter. Dachte, du könntest das gebrauchen. Ich will wahrscheinlich lieber nicht wissen, wo das her ist. Frag nicht, dann muss ich auch nichts sagen. Na dann. Ich kenne ein paar Leute, die den Kram brauchen können. Ich nehm's dir ab.
Oha, $8,000 hat er sogar dafür gezahlt. Schmuggelware haben wir jetzt soweit abgeschlossen. Wir sollen wieder mit Conny DiMarco reden, denn die Schadenssumme ist erreicht. Es war so absehbar, dass er jetzt gleich losrennt. Ich habe nur darauf gewartet, bis er die Streife da vorbeigefahren ist, sonst hätte die nämlich auch Terz gemacht. Es ist immer schön laut, dass wenn sie niederklatscht. Gut. Wir haben noch ein paar Aufträge hier. Fabio Fabulci ist einer der dieser Vollstrecker, die wir noch erledigen sollen. Jetzt habe ich es rausgerechnet. Egal wie man das auch dreht, ist Royce Kuppelfarb ein verdammtes Arschloch. Also begib dich in die unterirdischen Kanäle und schalte nicht nur seine Crew und das Scheißzeug, das sie verhökern, aus, sondern vielleicht auch ihn selbst. Dann werde ich vielleicht auch ihn selbst erledigen. Wenn er mir zufällig über den Weg vorbeiläuft. Unterhalb der Stadt. Das ist natürlich nur wieder eine weite Fahrt zurück, ne? Aber was tut man nicht alles? Schön, die beiden Autos ausgewichen, jetzt sind wir wieder auf der Brücke. Höchstgeschwindigkeit in den nächsten Anfang. Jetzt rennt doch nicht alle vors Auto, Leute. Ich fahre ja nicht mal auf dem Bürgersteig, ja. Tut überhaupt nicht Not, da auf die Straße zu hechten. Also hier ist er unterirdisch. Himmel, hilf! Der Himmel hilft doch nicht. Der Himmel fällt über uns alle herein. Also dann, mal schauen, wo er ist. Ein paar gute Meter ist auf jeden Fall entfernt. Ah, das wird schon schlecht laufen. Mach die Mücke! Siehst du hier irgendwo? Ich durchschaut, Bursche! Du kannst dich nicht ewig verstecken. Oh, da hat wohl jemand was zerstört hier. Tja, das war ein... Den haben wir auch. So, die da hinten sind wieder ruhiger. Aber zu denen müssen wir rüberschwimmen. Sogar eine Polizei hier oberhalb des Kanals. Ich weiß nicht, ob der das hören kann. Ja, das Problem ist das Rüberschwimmen hier bei so vielen Leuten, die zusätzlich noch was tragen. Ich glaube, das war leise. Surreal, aber ist so. Den haben wir. Hätte sich halt angeboten, er zieht ihn mit dem Messer gleich ins Wasser. Du hast dir nichts verloren. Jetzt gehst du nirgendwo mehr hin. Hey, hey! Achtung, hör mich doch! Meine Meldung bewaffnet ist schwarz. Messig, River Road. Schaut gut, doch mal also, die hören das auf jeden Fall. Für mich ist das nicht so leicht. Glaube ich dir auch. Ich habe auch nicht aufgepasst. Gut, den haben wir. Ich hoffe, die Polizei kommt nicht so bald hier runter. Können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen? Und ich werde hier auf jeden Fall erstmal mit einem Boot rausfahren. Das kann ich nicht besteigen.
Das ist schade. Nee, du kannst nicht rein, wie es aussieht. Ah, doch. Da frag mich, wie umständlich das war. Also weg da. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Ich bin ja Suche schnell. Einstellen und Streifendienst fortsetzen. Okay. Dann erledigen wir Reus Vollstrecker Nestor Pellegrini. Pellegrini auszuschalten ist ganz in deinem Interesse, um Roy sauer zu machen. Aber vergiss nicht auch den Dreck zu vernichten, den er an den Docks lagert. Wenn es an den Docks ist, ich meine, wir sind ja eh gerade mit dem Boot unterwegs. Dann liegt das ja im Prinzip direkt hier vorwärts. Mann, das Ding steuert sich echt brutal schlecht. Okay, der Wachposten wird was sehen. Einfach laut um die. Hat leider mit dem Schleichen dieses Mal nicht hingehauen. Du bist tot, du weißt es nur noch. Den haben wir auch. Wärm ihn etwas auf! Mach uns verflucht noch mal fertig! Der Wichser hat mich erwischt. Noch einer. Der letzte, der ist hier. Den kriege ich vielleicht sogar vom Nahkampf her. Er ist auch nicht mehr. Okay, leider kein gutes Fahrzeug, nur einen Lastwagen. Das nehme ich auch mit. Ist so weit gekommen, dass ich die Post nicht mal mehr aufmachen will. Ist entweder eine Rechnung oder eine Mauer. Wir brauchen die Polizei hier unten. Bin gespannt, zu welcher Telefonzelle sie hier unten will. Also das sieht mir halt echt abgelegen aus, dass die überhaupt Netz haben. Was immer du sagst. Kannst die Telefonvermittlung anrufen, um Telefone abzuschalten und so zu verhindern, dass Gegner Verstärkung holen. Okay, interessant. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich meine, am besten einfach unentdeckt bleiben, dann passiert da auch nichts. Und vor allem auch gerade, was die die ganzen Zeugen hier betrifft. Also ich wüsste nicht, wie viele Telefone ich hier in ganz New Orleans hier abschalten müsste, damit das hier nicht an die Polizei kommen soll. Gefühlt jede Straßenecke ist da so ein Zeuge. Aha, das hat also wehgetan. So, Lincoln. Geh kurz nochmal hier rein, dann nehme ich nochmal eine Adrenalinspritze gratis mit, dann haben wir auch wieder volle Lebensenergie. Ich will hier aufs Klo. Elender Trampel! Und wieder raus. Bin ich mal gespannt, was wir machen sollen. Rede mit Conny DiMarco, wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Ich nehme an. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Habt gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich krieg ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Der kleine Pisser Roy ist zurück im Lagerhaus. Tu, was du musst.
Ja, dann muss ich wohl. Den Laster mit medizinischem Bedarf nach Kuba zu schmuggeln, sollte Roy über Wasser halten. Jetzt steht er echt beschissen da. Ja. Schmuggel mit Kuba ist nicht so schwer, wie du denkst. Solange man weiß, wie man es in aller Stille macht. Ja, mit einem Boot. Guten Tag. Bist du auch hier dabei, irgendwen zu liquidieren? Dann viel Spaß. Also, das ist der Ladenbesitzer wieder. Hat er gelauscht, was ich da drinnen mache? Dieser hinterhältige Halunke. Werde ich gleich die Polizei rufen, ja? Dann muss er hier aus seinem Laden raus. Konfrontiere Roy Tibidu oder so. Sind keine entgegenkommenden Namen hier. Bislang ja alle ziemlich in Vergessenheit geraten. Die Philippinen wurden heute Morgen von einem starken Erdbeben erschüttert, das wohl 200 Todesopfer forderte. Den Behörden zufolge könnte das gewaltige Beben in der Altstadt von Manila Tausende von Menschen unter Betonmassen begraben haben. Zurzeit sucht die Feuerwehr nach Überlebenden. Tausende gleich. Aber gut, wahrscheinlich damals wusste man nicht, wie man sich hier dagegen schützen soll. Dass Greco Mr. Thibodeau loswerden will. Die Chancen stehen gut, wenn wir weiter Geld und Waren verlieren wie bis jetzt. Roy hat nicht die Eier für diese Art von Arbeit. Der alte Junge ist ein Bürohengst. Solche Sachen sind gut für Jungs wie uns. Auf dem Schlachtfeld wird man viel schneller befördert. Vielleicht schleicht der Mann, der uns überfällt, auch nicht hier rein und schneidet dir die Kehle durch. Vielleicht solltest du dir darüber Gedanken machen. Nee, der Mann, der hier reinschleicht, um dir die Kehle durchzuschneiden, der macht genau das. Tja, kommen wir zu Roy hier irgendwie. Der ist ja da hinten oben. Ohne hier Aufmerksamkeit zu ziehen, ich glaube eher nicht. Wachmann auf der Toilette. Wird der Strahl plötzlich aufhören? Arme Bastard, hat keine Chance. Hat er gleich angefangen zu schießen. Ich hab gehofft, den kann ich jetzt auch schnell nochmal mit dem Messer dran kriegen. Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Überhaupt soll er sich übers Werkzeug erfreuen. Einmal kurz genommen. Wenn wir hier schon gratis aufpumpen können, dann nehme ich das doch. Irgendwer mit einer Schrotflinte hier. Ja. Oben ist ein Scharfschütze. Wichtig ist nur, dass wir die Wachposten auch hier zeitig erledigen. Es ist gerade so gut gegangen. Ich sehe ihn! Da ist er! Ich schieße! Die reden viel zu viel mit sich selbst. Er hat uns hier auf dem Visier. Der Wachposten ist halt wieder wichtig, dass wir den kriegen. So runtergefallen. Das ist deine eigene Schuld. Ich hab ihn entdeckt. Hilfe! Na bitte, da ist wieder einer. Nimm die andere Seite. Ich hab mich vergessen. Ich muss nachladen. Verdammte Kacke, tut das weh. Stecke fest. Jetzt habe ich diesen schießwütigen Ochsen. Mach ihm Feuer unterm Arsch. Wärme ihn etwas ab. Mach kein Feuer unter dem Hintern. Jetzt habe ich ihn. Alle gefühlt in dem einen Gebäude da oben drin. Ich
Sachen gibt es hier viel mitzunehmen. Und dann eine kleine Uzi. Drin hatte ich auch irgendwo Geld gelagert, aber ist ja egal. Oh nein. Du nicht. Dreh um ihn um! Höchste Zeit, dich aufzumischen! Doch, da ist einer. Der Kleine gehört mir! Mit dem du dich hier anlegst! War jetzt das letzte Mal, dass ich das machen konnte hier. Er geht nirgendwo mehr hin! Hä, hat der mir jetzt ernsthaft Schaden gemacht mit dem Molotow? Will aber noch nicht. Er ist auch einen weiten Weg jetzt außenrum gelaufen für diesen Schrotflintenüberhandsturm. Großer Gott! Er krepiert da auf dem Klo. Den haben wir auch. Dann konfrontiere ich dich mal hier damit. Ist wohl ein bisschen länger gedrückt lassen. Wie die mal aussehen, wenn man sie hier anwirbt. Ich kann's für dich rumreißen, Roy. Komm in meine Crew. Toll! Das klingt toll! Was immer du sagst. Siehst du? Sieht doch schon besser aus. Neun Verbündeten gewonnen. Jetzt hängt er hier vor dem Waschbecken herum. Schmuggelgeschäfte gesichert. Gefallen. Der nächste Anruf bei Vitus Verbündeten geht aufs Haus. Erhöhte Gesundheit. Dr. Bruno kann deinem Körper helfen, eine Menge einzustecken. Das ist gut. Kriegt Vito hier alles wieder zurück. Ich brauche euch Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Wie du aufhörst. Okay, ich lese nicht vor. Nur weil Greco ein Idiot ist, ist er noch kein Weichei. Wahrscheinlich wird er ein paar Leute losschicken, um dich zu killen. Pass auf dich auf. Greif dir Greco und schlag ihn von mir aus windelweich, aber bring ihn nicht um. Das erledige ich. Also wir haben jetzt Erledigungskommandos, die es auf uns abgesehen haben. Müssen wir erledigen oder fliehen?